Willkommen zurück zu Rogue Legacy! Ja, Freunde, es geht weiter und es ist die große Gästewoche angesagt. Deswegen begrüße ich ganz herzlich meinen Gast hier. Hallo! Hallo, hier ist Milli Vanilli. Ihr kennt mich ja schon alle. Mal wieder, du bist mal wieder hier. Lang ist her, jetzt habe ich irgendwas gekauft, was ich nicht wollte. Egal. Oh. Wo bin ich denn? Egal. Okay, ja, wir spielen so eine kleine Gruppe. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist, aber der hat viel LP, deswegen wird schon gut sein. Ah, ein Baba, okay. Ja, Baban sind super. Ja, definitiv, ne? Ja, du bist ja die Heldin des Spiels. Du hast Johannes besiegt, also ja, in deiner... Man tut, deswegen, was man kann. Deswegen habe ich mich verpflichtet gefühlt, dich als erstes hier zum Gast einzuladen. Oh, das ist schön. Vor allem, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Hättest du mich überhaupt nicht mitgekriegt. So. Weil ich komme überhaupt nicht hinterher mit dem Gucken jetzt zur Zeit wegen Schule. Ja, ne. Da muss ich mich halt auf eins entscheiden und natürlich ist es Resident Evil. Ach so, okay. Ich erstmal schön am Ball bleibe und sehe, dass ich da hinterherkomme. Okay, mhm. Ja, deswegen habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Das ist halt so. Irgendwann per WhatsApp kam so, ja, hier, du hast eine Fortune und hast es verkauft. Und ich so, was? Und dann klar angeguckt, ja, super. Ja, ne? Siehst du mal, was du so nebenbei machst, einfach mal die Welt retten und du weißt es gar nicht. Echt? Faszinierend, die Frau, ja. Alles ganz, ganz toll. Ja, aber Rogue Legacy, was hältst du von dem Spiel überhaupt? Also ist das überhaupt dein Ding oder denkst du dir, gut, ja. Also ich finde, mittlerweile doch ziemlich cool. So am Anfang konnte ich damit nichts anfangen. Hm. Also was hier beim Stream gezeigt hat, ist so. Aber mittlerweile finde ich es doch recht sympathisch und auch der Soundtrack und alles ist schon ziemlich heiß. Stimmt, der Soundtrack vor allem, ne? Der ist schon... Der ist echt was. Cool. Ja, da gebe ich dir recht. Also der kriegt mich immer wieder. Aber ich glaube, ich das ja halt auch so leicht... aggressiv werde, wenn was nicht so läuft, wie ich es will. Das könnte hässlich werden. Aber so beim Zugucken und so macht schon auf jeden Fall Spaß. Ja, zum Zugucken reicht natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, Hilfe. Vor allem, wenn man was zwischendurch braucht, so, wenn man halt nicht weiß, was man machen soll. Ja. Dann einfach mal schnell eine Folge mit John und Rogue Legacy, das geht immer. Also ja, ganz fühlt man sich gleich besser, wenn der schon tausendmal abkrepelt und so, ne? Ich verstehe schon. Ja, es ist wirklich lustig. Ja, es gehört einfach dazu bei dem Spiel momentan. Man steht ja nicht wirklich unter einem guten Stern, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist alles sehr... Ja. Wahnsinn. Mir wurde auch schon des Öfteren empfohlen, geh nicht mehr so auf diese Thrasher-Jagd, weil das... Ich habe schon relativ gutes Zeug, wobei, das würde ich schon gerne mitnehmen, was da ist, was auch immer. Ich hab was! Die Slayer Chestplate, yay! Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich hab was. Ich wollte gerade fragen, ist es super? Keine Ahnung. Okay, also es ist ein Schatz. Das ist ja, ne? Es ist eine Rüstung, die ich noch nicht bisher hatte, von daher, hier ist ein Haufen Geld, ja, und das ist immer tot. Wir werden reich sein, reich wie die Nazis. Mr. Burns gesagt hat. Sehr gut. Oh, wir haben ja unglaublich viel Gegner getötet, muss man da schon mal sagen. Immerhin, das lässt sich zeigen. Aber gut, ich habe ja hier einen Gast, nicht ohne Grund. Du musst jetzt entscheiden, wen wir spielen. Soll es Sir Spyro sein, unser Barbar, der irgendwas mit CIP, erkennt keinen Schmerz, keine Ahnung. Oder soll es Lady Winry sein, das Spellsword, jemand, den ich gar nicht mag, glaube ich. Oder soll es einfach nur Sir Cray sein, der Spelunker. Der Spelunker, was kann denn der? Ich weiß gar nicht mehr. Moment, Hero for Warriors. Sehr schwach, aber er kriegt unglaublich viel Goldbonus, ja. Brauchen wir Gold? Brauchen wir viel Gold? Also er hat Goldbonus, dafür wenig Leben und Spellsword ist halt, der kann Mana restoren und der Barbar, der hat unglaublich viel Leben. Ja. Der Barbarenbonus halt, ne? Ja, aber ich weiß halt, also ich glaube, Geld ist jetzt zurzeit auch nicht schlecht, oder? Wenn du das zum Skillen brauchst. Ich glaube, wir nehmen mal den Spelunker. Okay, also Sir Cray. Zu witzig finde. Spelunker. Spelunker. Da ist er im Geschäft, 1,4, da können wir uns eh nichts leisten. Oh. Dann müssen wir jetzt große Geld machen. Gucken wir mal, was wir gerade eben bekommen haben, ob sich das lohnt. Ich finde das so sympathisch, wie sie dann in den Angriff rennen.
Was? Och nö, das ist so weit hinten, hat nicht mehr Armor. Aber es hat unglaublich viel Critic-Chance. Moment, was sind das unten drunter? 4, 15, was ist das? 50% Damage Returns. Ah, das ist schon geil. Also die Skills, was es hat. Das reizt, ne? Ja, mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Aber 6, 7, 5, das müssen wir erstmal erreichen im Part. Vielleicht mit dem Spelunker, ne? Mal gucken, mal gucken. Er hat ja einen schönen Skill, nämlich seine Taschenlampe. Yeah. Vor allem, das sieht so großartig aus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. So cool. Ja, ne? Ach, schön, dass du sympathisch wie engagiert in den Kampf rennen. Nur um dann doch zu sterben. Ja, so sind die Helden von heute. Ja, da kann ich lesen, genau. Da sind alle Buchstaben ein bisschen verwurzelt bei ihm, aber... Oh, das muss ich sehen. Ja, du, wenn du magst, ne, du kannst ja gern mal hier ein bisschen... Vor allem... Cool. Also wenn du möchtest, lese ruhig vor. Das wäre ein schönes Let's Read, also. Nicht? Ich meine, hey, die Leseschwäche, das ist doch nichts. Jetzt endmal ist links in one... Keine Ahnung, into the cursed woods and central castle. Oh. Gib sich tapfer. Aber ich finde das geil, dass er die ganzen Texte, die da, ich meine 25 Einträge, und die sind alle so, ich kann nicht lesen, verwurzelt. Das ist schon Detailliebe, ne? Also ich finde das toll. This cursed castle has stood in the edge of the woods since time, but who said that? Within the an item which will okay, at night I will get over my brothers and sisters and set for my quest while they lay asleep. Okay. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, votet jetzt. Wenn mehr wie 5 Stimmen reinkommen, dann werde ich Mili dafür beordern, dass sie alle 25 Einträge liest. Bitte, was? Natürlich. Man muss den Zuschauern zuvorkommen, also die, wenn sie das wollen, dann muss man das... Ich kann es doch nicht einfach sagen, die kommen bestimmt die Stimmen, oh mein Gott. 5 Stimmen, Leute, und dann kriegt ihr alle Einträge von Millie vorgelesen. Ja, so, mal gucken, was dabei rauskommt. Bis dahin überlege ich mir was super Tolles. Jetzt hasst sie mich. Das ist so gemein. Ich weiß. Oh, das je. Das muss jetzt aber auch die 6-7 schaffen, ne? Was? Okay, take no damage. Das wäre schon mal die erste Herausforderung. Wir müssen da hinten hinkommen, ohne Damage zu ereilen, ich glaube. Was ist das für eine Karte? Vielleicht schaffen wir das, wenn da kein Gegner kommt. Mal gucken. Kann der schweben? Der kann Doppelsprung. Yay! Die Zahlen oben besagen, wie lange der noch fliegt, ne? Das ja, genau. Wir haben irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden es dann rausfinden, wenn wir beim Schmied sind. Auf jeden Fall hat sich das schon mal gelohnt. Ja, ich wusste ja, kaum habe ich einen Gast hier, einen weiblichen Gast, habe ich Glück. Das wusste ich sofort, das war klar. Damage, wir haben noch... Nein, du darfst nicht sterben. Wir sind immer an der 1000 dran, das geht so oh nicht. Oh yeah, Teleporter. Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir machen es einfach. Surprise! Yay! Ich hau ab. Das hat sie super. Ah, das ist der Vorteil, ja, habe ich schon mal gesagt, aber der Spelunker, der sieht überall, wo die Schätze sind. Also, ne? Also hat man eine schöne Übersicht. So, und ganz am, so verwirrend aus. Ich habe mich schon gefragt. Ja, ja. Ganz am Ende, da ist eine Kiste. Vielleicht kriegen wir die noch. Mal gucken. Ja, wir wollen den Treasure, wir wollen den Treasure. Auf jeden Fall. Ich mich blöd anstelle vor allem. Hier heißt es ja nur Geduld, Geduld. Ganz langsam. Dann passiert uns auch nichts. Schick machst du das. Ja, ne? Stolz auf. Yay! Leider gibt's nur Geld. Boah, oh, das ist super! Wir wollen Geld. Dafür haben wir uns Spelung genommen. Ja. Au. Okay. Du wirst ungeduldig. Ja, zurück ist schwierig, ne? Geh weg, ich mag dich nicht. So, was haben wir hier? Coinfirm? Coinfirm. Nein! Nein! Nicht Hedgehogger! Nein! Was? Der Igel. Was? Ja. Was passiert denn jetzt? Du weißt ja, was passiert, wenn Sonic the Hedgehog getroffen wird. Oh mein Gott, nicht wirklich, oder? Das doch. Ding. Oh Gott. Genau das. Und am liebsten will ich gleich sterben. Ich will mich von keinem Gegner mehr treffen lassen. Oh nein, wir verlieren Geld. Das ist überhaupt ich nicht... Ich hasse das. Oh. Das ist nicht lustig. Du hast immer die Hälfte
einfach nur. Der lacht sich kaputt, super. Einfach so. Ja. Ich hasse den Curse. Normalerweise kommt was Gutes raus. Bei mir kam ewig nichts, was so gehangen hat. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Ja, wir haben die gute Tammy als Draken. Wir haben Winry als Hockage. Oder Hockak. Oder Hokake. Keine Ahnung. Und den Lich King Chessaball. Okay, was können denn alles cool sein? Also einfach, weil Tammy so mega cool aussieht. Ich finde das ja mal super heiß. Weil muss ich dann original gleich wieder an The Legend of Dragoon denken. Kennst du das? Natürlich kennt das. Ich spiele es momentan mit Spyro zusammen. Ja. Hast du das mal selber gespielt? Nein, ich guck nur. Oh mein Gott. Aber ich finde es so toll. Irgendwann, okay. Wenn du viel Zeit hast. Also niemals. Niemals, ja. Das trifft's gut. Oh, das ist so toll gewesen. Das erste Spiel damals auf der PlayStation, was synchronisiert war und dann auch noch Deutsch. Also das, was wir halt gekannt haben bis dato. Oh, da haben wir was Schönes gekriegt. Mana und Life Leech, das würde mich ja schon reizen, aber wir haben die Kohle nicht. Ja, der Vorteil am Draken ist der hier. Der kann nur bestimmt, oder? Ja. Das ist super. Das ist eigentlich super und er kann nur das hier. Das Schwert ist nur Zierde. Leider kostet es MP. Und ach, ich draußen sieht es aber noch keiner ab, ne? Erst drin. Nee, genau. Aber ich habe mich leider überhaupt nicht auf MP getrimmt. Deswegen ist kein Problem. Deswegen sind Dragons bei mir leider ein kleines Problem. Die ersten zwei Bälle fassen können, was ich so mache. Ja, es ist so in der Art. Er regeneriert zwar das relativ flott, wie man sieht, aber. Na, ich werde mit ihm. Können complicated werden. Ja, deswegen versuche ich mit ihm ein bisschen durchzurushen, vielleicht Kisten-Crapping. Wobei ich mit dem Kisten-Crapping langsam aufhören möchte eigentlich. Aber gut, wenn wir jetzt einen Dragon haben, dann ist es natürlich naheliegend. Da kann man so schön durchschlitzen, wie du merkst. außer hier. Ja. Ganz schön. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Au, ich will da hoch. Oh Gott. Es eskaliert. Ja. Kissen. Kissen des Todes. Ja, man ist schon. LP hat er auch nicht gerade viel, muss man leider sagen. Ja, also ich spiele es echt nicht für Choleriker. Obwohl, das wird doch erst später so schwer, ne? Das ist doch am Anfang noch nicht so hässlich, oder? Ja, aber du musst bedenken, wir sind hier im New Game Plus, da ist alles fies. Ich hab's ja leider schon mal durchgespielt und deswegen ist das alles total böse und so. Oh. Gut, vielleicht können wir hier noch irgendwas Tolles abgriffeln. Ne, hier nicht. Wie das schöne Hedgehog's Curse. Nein! Weil wir haben sowieso kein Geld. Moment mal, wir haben nichts Kiste zu verlieren. Angeblich geht's hier weiter. Moment. Auf einmal lohnt sich der Part. Ja, wir haben. Und jetzt irgendwas super Tolles. Bitte. Sky Cape. Klingt interessant. Also. Ich habe die letzten drei Parts hatte ich überhaupt nichts gefunden an Rüstung und jetzt du bist da. Zwei Rüstungen schon. Ich wusste es, ich brauche nur Lady Luck an meiner Seite. Sehr gut. So, mal gucken, ob wir da ein bisschen durch. Oh Gott. Ich will weg. Ich will gar nichts töten. Wir werden sterben. Ich bin so lieb. Wir haben's überlebt. Ich will auch gar nichts machen. Jetzt hier. Werden wir hier sterben. Oh, vor allem wie mies, ne? Gott, wie soll denn da durchkommen? Hoch. Nee, ich geh hoch. Das ist mir so blöd. Aber ich komm hier auch nicht durch. Ja, Tammy, es tut mir leid. Lange hast du nicht gehalten. Zwei Kissen getötet, immerhin. Ich weiß nicht. Ich nenne die immer Kissen. Ich weiß nicht, wie ich sonst nennen soll. Ja. Okay. Neue Runde, komm. Komm, dann nehmen wir den Barbaren. Okay, wir haben aber auch einen Paladin. Paladin mag ich ja auch sehr. Lady Sonja oder Spellsword oder Baba. Stephanie. Ach, die hatten das irgendwie. Das ist ja ganz cool. Was ist denn jetzt das Beste? Baba, schau. Tipps nur so. Also ich würde Baba nehmen. Weil sie hat auch den Skill The One. Und der hat was ganz Besonderes. Na, dann nehmen wir natürlich den Baba, weil Baba hat sowieso Bonus. Wegen den Live. Ja, aber
Okay, geldmäßig. Vergiss es einfach mal. So. Jetzt aber mal gucken, was ist das Neue? Ein neuer Umhang. Plus zwei Airjump. Okay, gut, das ist jetzt nicht so der Hammer, aber trotzdem immerhin was Neues. Es wird langsam. Ja, was das Besondere bei D1 ist, wirst du jetzt gleich sehen. Das ist ja offensichtlich. Ach, was, man muss auch bezahlen, um überhaupt reinzukommen. Was ist das denn? Das ist ja super. Hat was von Matrix, finde ich. Ich weiß voll, nicht. Voll von Tron. Ja. Tron, ja, Tron trifft's auch gut, ja. Ja, alles ein bisschen fieser und futuristischer. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen, ey? Ist ja der verrückt. Kannst du auf diese Dinger huppen? Auf diese. Okay, so geht's auch. Aha, aua. Ja, das war ja klar, dass ich mich einmal treffen lasse. Aber das ist ja beim Barbar nicht so schlimm. Der hält ja was aus. So. Oh, ich gehe einfach mal. Ja, Freunde, ihr merkt schon, also ich muss langsam, aber sicher muss ich mich einfach damit zurechtfinden, dass ich gegen Bosse kämpfen muss. Ach so. Weil hier haben wir doch kleine Boss-Tür und Treasure. Oh, Geld. Die haben wir ja schon geschafft. Der ist schon tot. Ach so. Ich habe ja es unglaublich gefällt bei dem Boss, der noch aussteht. Und ich versuche mich ja zu drücken nach dem Motto, ja, ich muss noch leveln und skillen und super schöne Sachen finden, aber wo sitzt der denn überhaupt? Der ist in dem Wald. Reach me. Oh, reach me. Reach me. Reach me. Nein, nein. So, naja, vergiss es. In time. Was war's denn? Ja. Irgendeine schöne Kiste, aber es ist schon oh zu spät. Nein, du hast es versaut. Ich versuche dir den Boss zu zeigen, den wir noch plätten müssen. Oh, damit das wäre super. Ja. Und damit dann wir schaffen dieses, wir den. Das wäre super. Oh nein, hier ist er. Normalerweise ist er immer, wenn man sich rechts hält, dann kommt der Boss. Aber warum ist hier die Welt, die ganz böse Welt? Warum? habe ich mich ein bisschen verlaufen. Hier ist auch die böse Welt? Ja, natürlich. Okay, das heißt, wir müssen uns weiter oben halten. Okay. Probieren wir es einfach nochmal hochzukommen. Lass mich einfach in Ruhe. Oh Gott, seid ihr nett. Danke, noch. Los, weiter, weiter. Oh, lasst mich! Da war schön, jeden Damage mitnehmen, damit sich das natürlich, richtig natürlich. Hat. Ja, der Barbar, der kann das ja zum Glück ein bisschen. Sowieso, das ist auch meine gewisse Schwäche. Ich muss einfach ein bisschen mehr killen, dann stecke ich auch nicht so viel ein. Hoffentlich finden wir noch irgendwas. Sollte ich mir mal wieder ein bisschen angewöhnen, dass ich hier ein bisschen was töte. Okay. Ja, ich kenne das auch. Irgendwann ist man es leid. Ja. Ich kenne es halt von Valkyrie Profile Samaria. Und hat man halt, wenn man das Spiel dann durchgespielt hat, bekommt man dann halt so ein extra Dungeon, das Angel Gate, wenn ich mich nicht irre. Und das ist halt auch so ein Stage, was halt, keine Ahnung, gefühlt 100 Etagen in die Tiefe geht. Und dann zwar pro 10 Etagen oder so dann halt einen Bossfight hat. Und wenn man dann halt schon diese Zwischenkämpfe hat und dann nur noch den letzten machen muss und dann bis ganz runter muss. Und das, man hat es halt zweimal schon gemacht. Ja, okay, kann ich verstehen, ja. Da ist irgendwann die Puste raus und dann geht das halt echt nicht mehr. Und dann rennt man halt nur noch durch. Das ist irgendwie verständlich, ja. Ich sehe mich da hier gerade selber. Ich würde es nicht anders machen. Wenn es nur noch um diesen einen Boss ginge. Ja, wie ihr seht, sobald man sich ein bisschen mit den Gegnern befasst, dann stirbt man nicht ganz so schnell. Ich sollte es mir echt angewöhnen. Aber naja, man hat halt Angst und will dann nur schnell durch und das ist meistens die falsche Taktik. So, hier jetzt mal ausnahmsweise geklappt. Hier ist gar nichts, okay, schön. Ah, dich krieg ich klein, komm. Ah, schnell weg, aua. Ah. Okay. Nein, Stacheln. Oh Gott, nein. Sei lieb. Oh. Oh Gott, schnell weg. Ja, jetzt haben wir aber den richtigen Weg. Ah, nur damit sie mal weiß. Hier, in diesem Gebiet ist der Boss. Ja, müsste man halt nur hinbekommen, hinkriegen und dann vor allem auch ihn schaffen. Das ist das Schwierige. So, ich vermute mal, es muss weiter nach rechts. So.
Vielleicht kann ich ihn dir mal zeigen, aber schaffen ist halt eine andere Frage. Da bin ich schon teilweise ein bisschen verzweifelt. Weil ich noch ein bisschen... Ich muss einfach Verteidigung skillen. Das ist mein großes Nachteil. Zu viel Schaden. Ja, der Schaden, den wir austeilen, der ist ganz in Ordnung, aber... Nee. Das funktioniert einfach noch nicht. Ja, wir sind reich, wir haben schon 3000. Wir sind reich, auf jeden Fall. Also das ist, auch wenn wir es nicht zum Boss schaffen... Danke, du Arsch. war es trotzdem bisher ein guter Mann. Kann nichts sagen. Werd nicht krank hier. Ey, es ist schon zu spät. Verdammt. Ich werde es echt schon morgen früh, wenn ich aufwache. Nein. Ja, kannst du dir freinehmen. Nein, kann ich eben nicht. Nein. Ich muss morgen zu Deutsch antanzen. Oh nee, das macht doch keinen Spaß. Nee, macht's doch nicht. Aber da wir halt heute irgendwas ausgearbeitet haben, irgendwas, Antigone. Okay. Ja, und die anderen haben ja den Stoff nicht, den ich jetzt ausgearbeitet habe, deswegen muss ich kommen, sonst wäre das echt übelst arschisch von mir. Okay, Leute, hier haben wir eine Challenge, No Jumping. Okay. Das heißt, ich muss mit meinem Slide-Skill hier irgendwie durchkommen, ohne auf die Stacheln zu kommen. Das ist schon mal fies. Ja, das war schon super. Oh! Applaus! Ja. Sweet thing. Super, der ganze fiese Weg hat nichts gebracht, ey. Super Sache. Ein Lacher hat's gebracht. Ja, immerhin, ein Millilacher vor allem. Muss man hochwerten. Und du bist sehr sympathisch. Na gut, dann versuchen wir es mal hier oben. Der muss doch irgendwo der Boss sein. Aufzuspucken. War alles tot. Ja. Gemeine Gegend hier. Das ist halt. Man braucht so unglaublich viele Schläge. Früher in dem normalen Spiel waren das halt One-Hits. Beziehungsweise allerhöchstens Two-Hits. Und jetzt. Oh, ich hasse dieses New Game Plus. Wenn ich gewusst hätte, dass das so fies ist. Ich hätte es nie gemacht. Ich hätte nie gesagt, das nehme ich noch mit. Take no damage. Das ist schon wieder so ein Kackraum, ey. Ihr könnt mich langsam. Take no damage. Ja, gut. Ja, gut. Aber ich darf wenigstens hüpfen. Das ist ja was. Nein! Nein! Leckt mich doch am Keppel, ey. Oh, ich hätte das schaffen können. Und da wäre bestimmt jetzt der Mega-Shit drin gewesen. Ach, sei ruhig. Oh, Mann. Aber was ich auch gerade für ein Pech habe. Ich renne schon die ganze Zeit in dem dummen Level rum und ich finde den blöden Boss nicht, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, das ist auch so eklig. Fies, fies, fies. Hey. Da ist, guck mal, da läuft eins! Und jetzt ist. Ja, ja, oh, lass mich einfach durch. Oh ja, Musik. Oh, erstmal holen. Okay, du hörst die Musik nicht, aber trotzdem. Cool. Kriegen wir jetzt Energie? Mann. Hat das jetzt irgendwas gebraucht? Nö, wäre nur Musik. Und ich krieg's gar nicht. Ja, aber es ist schöne Musik, wenn es sich beruhigt. Okay, ja. Ich kann das nicht einfinden, weil ich nicht mal meine eigene Stimme hören kann. Ich kann immer in den Bart reingucken. Was ist das denn? Oh, da muss ich direkt an Captain Hero denken. Was? Okay. Von Drawn Together, wo der unten bei sich in seinem hier super mega Batman Batcave, Superhero Cave sitzt. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Jedenfalls, ich sitze halt nur da und schreit so: Gott, schick mir ein Zeichen. Und im nächsten Moment wird eine brennende Ziege durchs Fenster gesprungen und rennt dann okay. Das ist so witzig. Und dann Männer halt nur so: Und was war das jetzt? Wir haben noch 50 Energie. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Aber wir haben schön Geld. Also, es war nicht. Der ganze Scheißdreck war nicht umsonst. Wir sind tot. Ja. Aber hey, Geld! Wir haben Geld! Wir können uns was kaufen davon. Das ist wichtig. Ja, es ist, also war auf jeden Fall effektiver wie die letzten 2-3 Parts zuvor. Immerhin. So, einmal darfst du noch einen Charakter wählen, dann ist Zappe. Der Lord Raiden, oh mein Gott! Was haben wir denn noch? Lord Raiden, Priscilla, die kenne ich nicht und Shanoa kenne ich auch nicht. Ja. Ah, das. Was ist denn der?
ein Spell Sword. Priscilla werden Hocket, also die könnt viel Schaden austeilen. Der Raiden hätte den Vorteil, dass Stacheln ihn nichts ausmachen, aber er wäre halt ein Spell Sword. Und Shenoa wäre auch eine Spellungkette. Und sie ist schwul. Also in ihrem Fall, ja, lesbisch. Ja. Straight, gay, mhm. Ja. Tja, was sind wir da? Wir nehmen Raid. Wollen wir den Raid nehmen? Ist auch das erste Mal, dass wir Raid nehmen. Also, zum ersten Mal dabei. Sei gegrüßt, Lord ja. Raiden. Du brauchst mir nicht zu danken. Auf das du uns Glück bringst, guck mal, Raiden hat nicht mal ein Schwert. Was ist los? Du bist jetzt schon eine Enttäuschung, Raiden! Nee, ist normal bei der Klasse. Aber wir können uns jetzt was kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, das war ja... Moment mal, das bringt uns... Das bringt uns mehr Armor? Was? Warum habe ich denn das denn genommen? Was? Hä? Moment. Wieso renne ich mit dem Helm rum? Mal ganz doof gefragt. Wenn der mehr Armor bringt? Fail. Ich wechsle mal um. Ach so, Health. Ach so, wegen dem Mana, weil es hochbringt, deswegen... Hm. Na, ich glaube, Armor ist mir eigentlich wichtiger. Ich lasse es mal so. Okay, was haben wir noch? Klar, hier die Rüstungen. Die ist schlecht. Okay, Critic. Der ganze Critic-Rahmen. Sexy mal, können wir uns nicht leisten. Holy Chest. Okay. Mana. Und Imperial Chest. Können wir uns. Ja, bringt nichts. Okay, was hat sie? Ich glaube, da könnten wir was machen. Wenn wir auf das Leech gehen, was wir da haben, das da. So, gehe ich einfach mal drauf. Dann fehlt uns der Doppelsprung. Wo könnten wir den wieder einholen? Hier nicht. Hier, was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir diesen Slide. Ne, der Slide ist schon wichtig. Den brauchen wir. Hier, den Flug. Ich finde den Flug gar nicht so wichtig. Warte mal, wenn ich hier auf den Slide gehe... Dann könnte ich hier unten auf den Leech gehen. So, dann fehlt uns halt mal dieser Flug. Ansonsten Leech, Leech. Wie ist dieser Leech? Da könnte man hier auf den Sprung gehen. Kein großer Unterschied, aber ein bisschen was. Okay. So, der hat dann gibt es noch was. Ne? Hier, vielleicht. Magic? Nö. Nö. Scheiß Magic. Was? Das hier? Nee, Air Jump? Nee, besser nicht. Was war das da unten? Armor runter will ich nicht. Nee, das war's anscheinend. Ja. Okay. Mana will ich nicht. Den Helm will ich nicht. Das Schwert will ich auch nicht. Armor. Nee, gut, ja, vielleicht können wir noch was kaufen, mal gucken, in der Burg. Oh ja, wir haben nicht so viel Geld. Ja, Rüstung wurde mir immer wieder empfohlen, 2-1, das passt doch. Hey. Mhm. Super. Okay, Hälfte. Eigentlich haben wir, ja, wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber weil ich jetzt hier einen Gast in der Leitung habe, machen wir einfach noch einen schnellen Run. Ich glaube, der wird eh nicht mehr lange gehen, bei meinem Skill heute. Ja, du kannst ja mal so abschließende Worte, ja, Rook Legacy, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Wünsche. ich hab's doch erst angefangen. Also ich find's auf jeden Fall, ich find's echt ein sehr charmantes Spiel und vor allem für zwischendurch ist es echt klasse. Vielleicht werde ich es mir auch irgendwann mal zulegen, aber ich weiß halt nicht. Yay, immerhin. Für diese... Das ist... Ah, ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall finde ich es klasse. Mhm. Also interessieren wird es mich schon. Ja, immerhin. Das klingt ja gut. Und dieser Soundtrack, ich finde den Soundtrack so klasse. Der ist episch, ne? Das ist bei mir immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium in den Spielzonen. Oder nee, wenn der Soundtrack scheiße ist, habe ich schon keinen Bock mehr für den Rest. Ja, geht mir genau so. Wirklich lächerlich, aber es ist wirklich so. Ich glaube, das war auch mein Hauptgrund. Oh, Charon So Bowl. Okay, der Run hat sich jetzt schon gelohnt. Sehr gut. Juhu! Auch wenn ja, ich so weiß, was es ist. Ich freue mich einfach mit. Ja, ist auch gut. Weil insgesamt, du hast mir Glück gebracht, definitiv. Es war nicht so trostlos wie die letzten drei Parts. Und da... Au, okay, ich kann dir doch ja, nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, vergesst nicht.
dass ja. ich nicht mehr gliden könnte. Ich muss jetzt mehr sliden. Ja, ich kann jetzt zweimal sliden. Das ist mein Vorteil. Dafür bin ich zu blöd, da hochzukommen. Ja. Okay, da gewöhnt man sich dran. So, lass mich mal in Ruhe. So. Stirb endlich. Hey. Au! Oh, du Pensack, du. Nein! Nein! Oh, ey, wie... Das nervt mich. Das nervt mich einfach so, wie viel die aushalten, ey. Das ist so böse. Au, oh, scheiße. Ja, Freunde, das ging ein bisschen schnell. Lord Raiden, es tut mir leid, aber hey, du warst dabei. Vier Viecher getötet. Jo! Ja, in dem Sinne, Skill nach wie vor nicht vorhanden, aber immerhin ein bisschen gelevelt. Irgendwann schaffen wir das Ganze. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du dabei warst. Wir hören uns in irgendeiner anderen Konstellation garantiert wieder. Ich weiß schon, genau schon welcher. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Rogue Legacy. Und natürlich hat mein ehrenvoller Gast die letzten Worte. Ja, danke, Fein, dass ich dabei sein durfte. Dafür, dass ich jetzt erst ein paar Mal reingeschaut habe in das Spiel. Also auf jeden Fall ist es klasse. Also Leute, wenn ihr es noch nicht habt, dann holt es euch. Es ist auf jeden Fall, ich denke schon, es ist es wert. Wie teuer ist es denn? 12 Euro? Die ja. 12 Euro lohnt sich. Kauft Rogue Legacy. Ihr habt's gehört.